Igor Levit, ein großer Künstler, der uns etwas über die Kraft der Musik vermittelt, der uns etwas sagt, wie wichtig Kunst ist und der auch zeigt, dass Musik trösten kann. Aber das ist nicht alles, sondern er erinnert uns auch daran, dass die Lage vieler Künstler zurzeit nicht einfach ist, viele Künstler in Not sind, keine Auftrittsmöglichkeiten, keine Konzerte, keine Produktionen und weil viele in Not sind, auch unsere Unterstützung brauchen. Daran erinnert er uns in seinen Hauskonzerten, aber heute nicht von zu Hause aus, sondern hier aus dem Schloss Bellevue. Ich werde das Konzert gleich, wie Sie auch, im Livestream verfolgen. Ich wünsche Ihnen eine Entspannung in dieser angestrengten Zeit. Dankeschön. Ihr Lieben, ich freue mich sehr. Ich danke den Herrn Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier für diese Einladung. Es ist eine große Ehre. Und ja, ich bin einfach sehr dankbar, hier zu sein im Schloss Bellevue. Ja, herzlich willkommen zurück. Es ist 19 Uhr. Ich werde wieder für euch spielen. Und ich spiele heute wieder Beethoven. Und ich spiele heute das Stück, das das Programm war des ersten Hauskonzertes. Nämlich die Klaviersonate in C-Dur, Opus 53, die wunderbare große Waldstein-Sonate. Und ich will nur zwei, drei Stichworte sagen, die mir wichtig erscheinen. Weshalb dieses Stück? Dieses Stück ist für mich das lebensbejahendste, das erbauendste, das beglückendste, das inspirierendste und was es an Klaviermusik gibt, für mich. Es ist ein Stück, das Glück schenkt. Es ist ein Stück, das Inspiration schenkt und das umarmt. Dieses Werk ist ein großes Geschenk. Der Herzschlag des ersten Satzes, die Intimität, die Umarmung des zweiten und die Lebenshymne, die tatsächliche Lebenshymne des dritten Satzes, die ihresgleichen sucht. Und mit dieser Lebenshymne und mit diesem Werk möchte ich heute gerne mit euch sein. Beethovens Waldstein-Sonate. Dear all, quickly in English, it is a great honor for me to be here. I am incredibly grateful for the invitation by our president, Frank-Walter Steinmeier. It is a great honor. Welcome back to the house concert. It is 7 p.m. I will play for you again tonight, as promised. And I will play Beethoven again. And I will play the piece, which was the piece I played at my very first house concert. Beethoven's Waldstein Sonata. And let me just very quickly say why this piece is so essential for me and why I felt it was right to play it tonight. It is the piece, the most life-enchanting, life-inspiring piece I know for the piano solo. The heartbeat of the first movement, the intimacy, the love of the second, the incredible space of great graciousness and heart of this piece, and the hymn of life, the real hymn of life, which is, I think, the third movement. The beginning of the third movement, this, the whole idea, how high-flying we can all be together. This feeling of togetherness is created in such a unique way in this piece, and this is why I want to play it for you tonight. So here we go, from the Schloss Bellevue, which is really beautiful, Beethoven's Waldstein Sonata.